Yo, was geht ab und willkommen zu einem neuen Part der Omega Rubin Randomizer Nuzlocke Challenge. Und was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben beim letzten Mal Sigrasulp City erkundet. Wir haben ein wichtiges Teammitglied leider verloren. Wer die Folge nicht gesehen hat, der sollte es auf jeden Fall nachholen. Und wir werden heute nochmal kurz. Was heißt nochmal kurz? Eigentlich sind wir mit Sigrasulp City fertig. Wir gehen jetzt nämlich rüber zum Pyroberg. Und da werden wir uns das ein oder andere neue Pokémon fangen. Und ich bin persönlich schon gespannt. Aber bevor wir das machen, machen wir kurz eine Teamzusammenfassung und werden uns mal kurz anschauen. Wen haben wir da? Wir haben hier Elsa, das Kecleon auf Level 44 mit einem stillen Wesen und den Attacken Aquaknarre, Mimikry, Überkopfwurf und Lavasturm. Dann haben wir Karadas Keopada mit einem frechen Wesen und der Fähigkeit Flexibilität und den Attacken Ladungsdos, Eruption, Raub und Steinkante auf Level 49. Dann haben wir Michelle, das kauzige, langsam kriege ich es raus, Notdünger-Chelterra. Sorry. Auf Level 48 mit den Attacken Schemenkraft, Goldene Zeiten, Drachentanz und 1000 Pfeile. Dann haben wir Lytako, das stille, sich gerne prügelnde Dusigkeitslamos. Auf Level 49 mit den Attacken Surfer, Schocksamen, Donner und Weichei. Dann haben wir Nacho, das robuste, nee, zaghafte, das zaghafte Vegetarier Viscogon auf Level 47 mit den Attacken Voltwechsel, Knochenrang, Nahkampf und Zenitstürmer. Und dann haben wir im Team Dennis, das ist so, auf Level 2, Level 1, was? Haben wir aus einem Ei bekommen, hat die Fähigkeit Wegsperre und die Attacken Fund, Geokontrolle und Watteschild war das, glaube ich, ne? Genau, Watteschild. Aber wir werden sehen, Dennis wird relativ schnell zu einem hoffentlich nützlichen Wohin genau. Ich bin mal auf die Attacken gespannt, die es lernt. Und wie gerade schon angekündigt, werden wir heute den Pyroberg machen, weil wenn wir jetzt mal auch ins Hauptversteck gehen würden, wir kommen da eigentlich nicht weiter, weil wir erst die Quest beim Pyroberg machen müssen. Und wie gerade schon angekündigt, werden wir auch das ein oder andere Pokémon fangen. Und ihr könnt jetzt von mir aus auch denken, was ihr wollt. Ich persönlich würde sehr gerne nicht gegen diesen Trainer kämpfen. Weil wir haben schon. Nein, ich will nicht. Abraham, geh. Oh mein Gott, ein Bisofunk. Oh, ich habe Angst. Irgendwie habe ich Angst vor diesem Bisofunk. Ich mach mal Überkopfwurf. Stachler. Okay, ich werde sowieso nicht auswechseln. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir auf dem Pyroberg oder im Pyroberg eigentlich die Möglichkeit haben, zwei Pokémon zu fangen. Ich meine, ich komme ja gleich dazu, wenn es dann auch soweit ist. Wow, was trägst du für ein Item? Seegesang. Okay. Ich sollte mal austauschen auf Michelle? Ja, wir wechseln auf Michelle aus. Und wie war eure Woche so? Erzählt mal, wie war sie denn so? Oh, nochmal Stachler. Oh, nett. Dieses Bisofunk ist ja richtig gut drauf. Hat die ganzen Stacheln in seinem riesigen Afro versteckt. Dennis erreicht Level 2. Dennis erreicht Level 3, Dennis erreicht Level 4, Dennis erreicht Level 5. Ah, es ist schön, wenn die Kleinen so schnell groß werden. Level 8, Level 9. Und ich besiege Abraham Gentleman. Gute Leistung, Respekt. Dankeschön. Hallo, ich wollte eigentlich nicht durchs Gras, aber ist jetzt auch egal. Ich bin eine Pokémon-Center-Angestellte auf Wanderschaft. Ich pepple dein Pokémon-Team wieder auf. Perfekt.
Das habe ich gebraucht, so ein mobiles Pokémon Center, wo ich jetzt nicht die ganze Zeit hin und her rennen muss. So, Route 102. Oh, stimmt. Route 122. Lass mal kurz die Karte checken. Route 122. Kann ich auch irgendwie. Ah ja, ich kann auch hier. Plus. So, hier haben wir dann einen neuen Encounter. Hier ist Route 123. Ja, okay. Das ist cool. Heißt, hier könnten wir auch ein Pokémon fangen. Und wir haben am Pyroberg noch die Möglichkeit, ein Pokémon zu fangen. Beziehungsweise, was ich eigentlich gerade sagen wollte, wir haben ja eigentlich, technisch gesehen, haben wir zwei Bereiche im Pyroberg. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich persönlich bin da so der Meinung, weil wir zwei verschiedene Bereiche haben, einmal den Innen- und Außenbereich, würde ich schon gerne beide Bereiche als einzelne Sache ansehen, wenn ihr mich fragt. Ein Hutsasa. Warte, habe ich Tampignon? Nein, oder? Nein, habe ich nicht. Habe ich Tampignon? Das wäre jetzt gut, wenn ich mir Notizen gemacht hätte. Was ich natürlich nicht gemacht habe, aber ich habe, glaube ich, keinen Tampignon. Ich mache mal einen Überkopfwurf. Pulverschleuder. Gut, dass ich jetzt keine Feuerattacke mache. Was? Oh Gott. Oh mein Gott. Was habe ich da gerade getan? Ich weiß, dass bei Überkopfwurf ausgewechselt wird. Aber Überkopfwurf sorgt dafür, dass ein wildes Pokémon weggeworfen wird. Oh Gott. Oh. Was ist das? Scheiße. Das war, okay. Vergessen wir den Encounter. Und gehen in den Pyroberg rein. Schade, dass ich jetzt nicht Lockduft habe. Lockduft könnte ich jetzt super gut gebrauchen. Ich werde jetzt mal ein anderes Pokémon einsetzen. Ganz ehrlich. Dennis. Nein. Ja, ich lasse Elsa schon vorne. Und auch hier wieder werden wir die Trainer auch, die Trainer im Pyroberg, die würde ich liebend gerne als Trainingsmöglichkeit mir so ein bisschen aufsparen. Und jetzt muss ich mal gucken. Da haben wir schon das erste Pokémon. Diesmal darf ich es nicht weg. Okay, holen wir uns ein weiteres Pflanzen-Pokémon. Kein Ding. Hyperball. Wer möchte denn ein Mehikel sein? Ist ja nicht so, dass wir jetzt mittlerweile schon einige Pflanzen-Pokémon haben. Wobei, haben wir einige Pflanzen-Pokémon? Das wäre mit. Okay, ich mach mal Mimikry. Farbwechsel und jetzt wird zu einem Typ Flug. So, wir möchten jetzt gerne dieses Mehikel fangen. Was habe ich denn eigentlich am Pflanzen-Pokémon? Ich habe Chelterra, dann hätte ich Chevrum. Und jetzt wäre wieder so Notizen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Energieball. Okay. Hey, mein Kecleon ist jetzt auch ein Pflanzen-Pokémon. So, also, Hyperball, bitte auf dieses Mehikel. Mehikel, tun Sie mir bitte einen Gefallen, Sir, und bleiben Sie bitte in diesem Ball. Es dient zu Ihrer eigenen Sicherheit. Also, bitte. Einmal, zweimal, dreimal. Ja! Mehikel wurde gefangen. So, also, wer wird denn von euch ein süßes kleines Mehikel? Chevrum ist nebenbei ein richtig cooles Pokémon. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Hutsasa wäre auch nicht schlecht gewesen, aber hey, ich hab's ja weggeschmissen.
Warum hat mich keiner vorgewarnt? So, also, wir haben Mehikel. Und wir können dem Mehikel einen Spitznamen geben. Und der Spitzname, den dieses Mehikel bekommt, ist... wir haben was haben wir denn da? Wir nennen dieses Mehikel genau. Wir nennen dieses Mehikel Tails, weil der User Tails Power die letzte Frage des Tages so beantwortet hat. Ich gucke gerne den Pokémon-Anime, leider nur ab und zu. Aber du guckst ihn gerne, aber gut, okay. Ich schaue sonst Animes, die aber recht unterschiedlich sind. Mal Romance, mal Comedy und mal Drama. Wenn ich ein Pokémon werden sollte, nenn es bitte Chiyu. Wenn du ein Pokémon werden solltest, nenne ich es definitiv nicht Chiyu, sondern Tails. Tails, das Mehikel. Tails. Du bist jetzt ein Mehikel. Tails Power. Nee, Power. Tails wurde in Box 1 geschickt. So, jetzt muss ich aber mal gucken, ob ich hier vielleicht rauskomme. Warte mal. Irgendwie bin ich gerade sowas von falsch. Wilde Metagross. Oh, okay. Wilde Metagross. Wilde Armaldo. Gut, ich hab Anorith, aber trotzdem. LOL. Cool. Ich spare mir die Trainer auf, um später gegen sie zu kämpfen. Und dann begegnet mir ein Trainer mit einem Iguana. Iguana! Schade, dass es im Spiel nicht, also das Pokémon, oder dieses Game Freak oder was auch immer, es nicht hinbekommt, Trainer zu machen, die zum Beispiel Shiny-Pokémon haben. Das wäre mal richtig cool, eigentlich, wenn ihr mich mal so fragt. Ich glaube, das Iguana hat keine Trockenheit als Fähigkeit. Heißt, ich kann locker Aquaknarre machen. Ja. Hat er vielleicht Solarkraft? Vielleicht? Überkopfwurf! Trugschlag. Witzig, Iguana. Wirklich witzig. So, weg mit dir. Ab mit dir zurück in deinen Pokéball. Dennis erreicht Level 10. Also Level 15 wäre natürlich jetzt das Optimum, weil... dann... wie heißt's? Wohin genau, beziehungsweise ist so, neue Attacken lernt. Auf Level 15. 4 Stück, um genau zu sein. Und ich will eigentlich nicht alle 4 per Herzschuppe beibringen müssen. Warte, das war ein Mantax. Hier ist ein Mantax im Turm. Aber bin ich jetzt gerade... Moment. Bin ich gerade irgendwie blöd? Wieso kriege ich das nicht hin, in den oberen Bereich zu kommen? Wow! Ich bin gerade sowas von lost.
Das glaubt ihr gerade gar nicht. Nein, ich will keinen Ball werfen. Ey, nachher macht das Menki irgendwas, was mich tierisch nervt. Kreuzhieb zum Beispiel. Volltreffer. Elsa ist tot. Toolkick! Oh Mann, ey. Oh Gott, wie's. Okay, ach du Scheiße, was habe ich getan? Nein, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Nein, nein, du kämpfst nicht, Kara. Du kämpfst nicht, Kara. Nacho, du bist dran. Ach du Scheiße, so ein wild gewordenes Menki. Menki setzt Turmkick ein. Junge! Okay, Zenitstürmer. Bitte hab keinen Fokusgurt, bitte hab keinen Fokusgurt, bitte hab keinen Fokusgurt. Oh Gott, danke. Ach du Scheiße. Oh Mann. Wieso muss dieses Menki auch Turmkick können? Ganz ehrlich, ich muss jetzt hier unbedingt raus. Und Calcium. Oh, danke schön. Super. Wenigstens kriege ich neben deinem Geld jetzt auch noch ein bisschen. Boah, jetzt muss ich erstmal hier Superschutz einsetzen. Ganz ehrlich, ich weiß gerade gar nicht, wo ich lang muss. Das ist überhaupt eigentlich absolut kein Problem. Nur gerade fühle ich mich sowas von verloren. Ich sollte auch mal vielleicht diesen Superschutz. Ein Superschutz, nicht schlecht. Dankeschön. Was ist eigentlich mein Scheißproblem? Ich war wie die Träne für. Weißt du, ganz ehrlich. Ja, jetzt kommt Hundemann. Weißt du, Hundemann. Tu mir bitte einen Gefallen. Geh. Steinkante. Und wir haben bis jetzt noch keine Mega-Entwicklung in dem Spiel gesehen. Werden wir noch eine sehen? Werden wir eine sehen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dennis erreicht Level 13. Die Kräfte haben mich verlassen. Ja, mich hat mein Orientierung. Ganz ehrlich, ich habe null Orientierung gerade. Wo muss ich hin? Weil normalerweise ist doch der. Warte, Moment. Moment, warte mal. Hier ist der Eingang. So. In den Originalspielen war er hier unten. Ja, ich möchte gerne noch einen Superschutz einsetzen. Dann kommt der mit seinem Killer-Minky. So, und jetzt müsste ich eigentlich. Muss ich jetzt hier hoch? Ein Seerauch. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So. Und dann. Ich denke gerade schon. Wow! So verloren eigentlich. Was wir auf jeden Fall machen, ist Kara mal austauschen gegen Nacho. Ja, gut. Das mit Dennis, der ist ja jetzt auf Level 13. Und ich. Wie gesagt, ich persönlich würde sagen, dass wir den Innen- und Außenbereich des Pyrobergs als jeweils zwei verschiedene Encounter-Stellen sehen. Klar, technisch ist es jetzt eigentlich so das Gleiche, ne? Es wird halt der Pyroberg angezeigt, aber es sind halt für mich persönlich zwei unterschiedliche Bereiche. Oh, das ist eine TM. Die muss ich mir holen, aber erstmal hole ich mir das Pokémon und es ist ein Arctip! Oh, cool. Arctip, ich will das haben, ich will das haben, ich will das haben. Komm zu mir, bitte, 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 bitte. Ich habe einfach mal random einen Pokéball. Einmal, zweimal. Ah, schade. Steinpolitur.
What? Warte, wir werfen mal einen Superball. Weil du ein super Pokémon bist. Okay. Siedewasser. Das ist nicht schlecht. Really? Ist das jetzt dein Ernst? Arctip, ist das jetzt dein Ernst? Einmal? Zweimal? Dreimal? Perfekt! Arctip gefangen! Cool! Cool, cool, cool! Und ich würde sagen, wir nennen dieses wunderschöne Arctip, nennen wir, schauen wir mal, ein in Höhen nicht bekanntes Pokémon. Und genau, wir nehmen den Kommentar von Sarah Particular. Und irgendwie habe ich dann im Video gesagt so, hey, was ist eigentlich ein Schwibschwager? Und dann schreibt sie mir darauf, Schwibschwager, wenn deine Schwester heiratet und ihr Ehemann einen Bruder hat, dann ist das dein Schwibschwager. Danke, Sarah, für die Information. Ich bin froh, immer wieder was Neues zu lernen. Beispielsweise, Schwibschwager wird aber auch für ganz, wird aber auch für andere ganz entfernte Verwandte verwendet. So, okay, da haben wir das schon mal geklärt, dann weiß ich wenigstens, was das ist. Und dann zur Frage des Tages, also man schaut schon ab und zu Anime und dann am liebsten Detective Conan, Sailor Moon, generell alles, was in Magical Girl, in der Magical Girl Richtung. Okay, Sarah. Vielen lieben Dank für deinen Support und natürlich auch an dich. Wie hieß es nochmal? Tails? Genau, Tails Proer. Auch an dich nochmal, oder an euch beide jetzt nochmal, vielen lieben Dank, dass ihr das Projekt schaut, supportet und die Frage beantwortet habt. Und ne, generell gilt, ne, beantwortet die Frage des Tages und dann seid ihr auch ein Pokémon. Und du bist jetzt, liebes Arctip, du bist jetzt Sarah. Sarah, das Arctip. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich den Namen schon mal benutzt habe. Ihr könnt mich da gerne korrigieren, wenn ihr wollt. Irrlicht. Nice. Irrlicht gefällt mir. Und dann einmal hier hoch. Und noch. Oh mein Gott. Wie hoch das hier ist. Ach du Scheiße. Stell dir mal vor, hier fällt man runter. Das endet nicht gut. Das endet absolut gar nicht gut. So, und dann kommen wir in den nächsten... Oh, hallo. Ich glaube, das mache ich als Thumbnail. Oh mein Gott, ja, das machen wir als Thumbnail. So, mein Nacho brennt. Ist vielleicht ein bisschen scharf, das Nacho-Chip-Ding. Und wir werden mal einen Hypertrank ein. Nein, nicht auf L. So. Hyperheiler, bitte. Auf Nacho. So, dankeschön. Hey, ich kenne dich vom Schlotberg. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Lass mich bitte in Ruhe. Wow. Okay, wow. Der Tag der Abrechnung. Mit einem Blutzug. Zenitstürmer! Yay! Ah, schon wieder von einem Kind besiegt. Das passiert, wenn du dich mit dem Falschen anlegst, mein Lieber. Und du kämpfst jetzt auch gegen mich. Für wen hältst du dich eigentlich? Was kann ein Minderjähriger wie du schon gegen uns ausrichten?
Ganz ehrlich, ich habe euch die ganze Zeit schon irgendwie geärgert, um es mal nett zu sagen. Und dann kommst du mir mit, was kann denn ein Minderjähriger schon ausrichten? Ganz ehrlich, ich habe mehr ausgerichtet, als dir lieb ist. Ich mache mal Nahkampf. Meditation. Wieso bist du schneller? Du bist 8 Level unter mir. Ich muss raus, ich muss raus, ich muss auswechseln. Auswechseln. Lütako, du bist dran. Ich habe Angst vor diesem Knackrack. Erst recht, wenn es Meditation einsetzt. Ein meditierendes Knackrack. Eierbombe. Ja, Knackrack. Genau, Eierbombe. Nachthieb? Ah! Nein. Ach, komm schon. So, Beutel. KP, ich muss unbedingt Lütako heilen. Ach du Scheiße, ey. Lütako! Nachthieb. Und jetzt nochmal Surfer! Nachthieb. Oh, zum Glück war es kein Crit. Zum Glück war es kein Crit. Das wäre es jetzt echt gewesen. Dann wäre Lütako, eins meiner stärksten Pokémon, einfach direkt weg. Michelle erreicht Level 49 und Dennis erreicht Level 14 und Level 15. Eisspeer! Solarstrahl! Yo! Okay, jetzt kommen noch zwei Attacken. Metallklaue. Wir machen mal Pfund weg, weil warum nicht? Und es lernt Infer... Ganz ehrlich, scheiß auf Metallklaue. Verschwinde, Metallklaue. Weg mit dir. Ich brauch dich nicht. Inferno. Rabiga... Nein, 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 nein. Nein. Nein, das... Nein, nein, nein. Das Spiel spiele ich nicht mit. Du hast mir schon mal ein Pokémon genommen, Rabigator. Das wirst du nicht nochmal machen. Vergiss es. So, pass auf, Rabigator. Ich mache jetzt erstmal Nahkampf. Sehr effektiv. Ich bin schneller. Okay. Okay. Du, damit komme ich klar. Level 17. Und Rüpe besiegt. Und wir haben eine Entwicklung. Dennis entwickelt sich. Yay. Woohoo. Einmal bitte die doppelte Like-Anzahl wie sonst. Gerade weil sich Isso weiterentwickelt. Und wir haben ein wunderschönes Lippenstift-Wing, genau. Dennis, du siehst wieder wunderschön aus. So, schauen wir uns... Ich habe jetzt mal... Oh, eine blaue Flöte, dankeschön. Von einem Team Magma-Mitglied. Wisst ihr, was ich meine? So, wir schauen uns mal kurz Dennis an. Dennis hat nicht die wirklich super guten Werte. Wir sehen den unwahrscheinlich hohen Initiative-Wert. Aber wir haben einen Wohin genau im Team. Das ist nicht schlecht. Und Wegsperre als Fähigkeit. Ja, super. So, und dann machen wir jetzt noch den Trainer hier. Ich werde dir demonstrieren, wie bedrohlich wir von Team Magma tatsächlich sein können. Dann nur zu. Rettern. Bedroh... Besser. Ganz ehrlich. Ich zeig dir mal, wie bedrohlich wir sein können. Dann kommst du mit einem Expidermis-Rettern. Oh! Entschuldige bitte, Rettern, kein Ruckzuckhieb. Oh, Entschuldigung. Wie du siehst, Rettern. Tja. Terrapendra. Terrapendra ist ein gutes Pokémon.
Erst recht in der sechsten Generation, als es anstatt, was war das? Was hatte das vorher als Fähigkeit in der fünften Generation? Da hat es irgend so eine random Fähigkeit gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche es war. So eine versteckte. Vielleicht könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, weil jetzt gerade fällt mir es nicht ein. Und hat dann in der sechsten Generation dann Temposchub bekommen. Was richtig, richtig gut ist. Also das bessere Ninjask eigentlich. Wenn es so um Baton Pass und so Sachen geht. Und jetzt kriegst du einen Zenitstürmer ab. Und BAM! Ich warte ja immer noch auf den Tag, wo Nacho gegen ein Pokémon kämpft, das einen Fokusgurt trägt. Lytako erreicht Level 50, Kara erreicht Level 50 und versucht Magiemantel zu erlernen. Das werden wir jetzt erstmal nicht beibringen. Dennis erreicht Level 18 und ich besiege den Magmarüpel. Hast du allen Ernstes vor, es im Alleingang Team Magma aufzunehmen? Dass ich nicht lache. Du weißt nicht, wozu ich imstande bin, mein Lieber. Bring. Du bist also für diese Unruhe verantwortlich. Das habe ich bereits vermutet. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich dich am Schlotberg auf später vertrösten musste. Insbesondere, weil ich dich leider schon wieder auf ein anderes Mal vertrösten muss. Ich habe keine Zeit zu verlieren, nicht mal eine Sekunde. Denn der Schatz des Pyrobergs, der rote Edelstein, gehört nun ganz allein mir, Mark, von Team Magma. Jördis, wenn ich bitten darf? Jawohl. Kümmere dich bitte um unseren Gast. Ich habe gerade leider keine Zeit für den jungen Mann. Wende dich ihm bitte nach allen Regeln der Höflichkeit zu und erteile ihm im Kampf eine gründliche Lektion. Sorge dafür, dass er nicht mal mehr im Traum daran denken würde, Widerstand zu leisten. Das gilt selbstverständlich auch für seine Pokémon. Vortrefflich. Mit dem roten Edelstein in unseren Händen können wir das legendäre Pokémon ganz ohne die Macht des Meteoriten aus seinem Schlummer erwecken. Jetzt brauchen wir nur noch ein Transportmittel, das uns zu ihm bringt. Ich schlage vor, wir bringen das U-Boot, das gerade in Gravelport City gebaut wird, in unsere Gewalt. Weißt du, ganz ehrlich, jedes Mal diese Hinweise so, hey, wir gehen jetzt zum Schlotberg und hey, wir gehen zum Pyroberg und hey, wir brauchen ein Transportmittel. Gehen wir doch einfach nach Gravelport City und klauen uns da ein U-Boot, das gerade da gebaut wird. Top! Also folgt mir, meine treuen Untertanen, auf nach Gravelport City. Ganz ehrlich, ich würde Mark jetzt einfach von den Berg stoßen. Was soll die Scheiße? Initiiere Analyse. Was? Wow, was? Ich muss gegen Jördis kämpfen? Wobei Jördis richtig gut aussieht, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Hallöchen, Bolterus. Schön, dich zu sehen. 45. Okay. Ich mach mal Nahkampf. Mogel. Oh. Hallo. 10 KP. Super, Bolterus. Ah, es hat Robustheit als Fähigkeit. Jetzt kommt die Mega-Attacke. Passt auf. Giftpuder. Ja. Genau das, was ich eigentlich nicht erwartet habe. Zenitstürmer. Bolterus wurde besiegt. Dennis erreicht Level 19 und ich besiege Jördis. Hat Spaß gemacht. Dieser Kampf ging unerwartet aus. Genau wie damals auf der Insel im Süden. Jemanden wie dich trifft man nicht alle Tage. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Oh ja, mehr noch. Ich fiebere unseren nächsten Treffen regelrecht entgegen. Jördis, bleib bitte hier. Bitte, Jördis, bleib bei mir. Oh nein, was für eine Katastrophe, das darf nicht wahr sein. Wie konnten sie nur den roten Edelstein stehlen? Wie konnten sie ihn nur stehlen? Hallo, er liegt da.
Ist ja nicht so, dass man ihn vielleicht nehmen könnte und ihn einfach wegwirft. So, wenn man ihn, oder wenn man schon beide Edelsteine hat, dann kann man sich auch beide nehmen und sie einfach behalten. Aber dann muss man sich nicht wundern, wenn plötzlich jemand kommt und sich einfach den Edelstein nimmt. Das war's. Der rote Edelstein und der blaue Edelstein dürfen nie voneinander getrennt werden. Sie müssen immer am selben Ort sein. Ja. Oh Wunder. Meine Kamera ist unscharf. Oh Wunder. Sie wurden aber getrennt. Na gut, nimm den verbliebenen blauen Edelstein an dich. Ja, okay. Wow, what? Blauer Edelstein. Folge diesen Schurken und bring den Edelstein zurück. Wenn mich nicht alles täuscht, meint die Anführer als nächstes nach Graffitport City zu wollen. Ja, das hat er gesagt. Und ich würde an der Stelle jetzt auch mal sagen, ich stelle mich mal hier zu. Und wir beenden das Video für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann nach Graffitport City gehen, dann werden wir auch ein Stück vom Team Magma Versteck machen. Und ja, vielleicht nehmen wir auch wieder ein neues Teammitglied auf. Wer weiß, wir werden sehen. Aber an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn die Dienstags- und Donnerstags-Episode, die nächste Dienstags- und Donnerstags-Episode, dann 100 Likes erreicht, werden wir dann nächsten Samstag hoffentlich wieder eine einstündige Sonderfolge haben. Aber gut, das soll es jetzt von meiner Seite aus gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und ciao.